Wie öffnet man ein Dodo-Ei? Und wo sind die Dinos? Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Gabriel. Gabriel. Ja. Los Coyotes. Rayaditas. Ne? 100% Kartoffel. Mit Käse und Jalapeno. Wenn es 100% Kartoffeln sind, wie können die Käse und Jalapenos noch dazu haben? Oh! Da muss es zumindest 99% das, Kartoffeln sein. Da hast du völlig recht. So, also. Wir verarschen uns alle immer nur. Richtig. Als die Dinosaurier über die Erde, das hatten wir schon. Und wir haben schon das Dodo-Ei aus dem Museum geklaut. Einfach so. Ohne Sicherheitsvorkehrungen. Ein Hund oder ein Wolf? Waren die wirklich mal so groß? Unglaublich. Ein Säbelzahntiger vielleicht? Aber gut. Oh, was mit der Bank hier? Was braucht denn diese Bank? Ist ja magisch. Kommt da das Dodo-Ei drauf? Tatsache. Lässt sie das da drauf plumpsen? Setzt sie sich drauf? Brütet sie es aus? Was? Ah, der Tanz. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Das hat sogar geklappt. What? Mensch. Mein Hintern ist so durchtrainiert, ich knack sogar ein Dodo-Ei. Ein Teil des Rebus. Wow. Hogwarts? Hogwarts! Ich schätze, dass der Film teilweise hier gedreht wurde. Aber wo auf dem Campus? Ja, ich meine, ist doch cool, echt? Hogwarts? Diese Karte muss ein Hinweis auf irgendeinen Ort in Oxford sein, der vielleicht im Film vorkam. Aber woher kriege ich diese Informationen? Tja. Gute Frage. So, Skelett, Architektur gucken wir uns ich noch an. Ich liebe diese Mischung aus alter und neuer Architektur. Absoluter Wahnsinn, aber sollten wir wieder zurücklegen, oder? Ich meine, besser wär's. Ich sollte das Ei zurücklegen, bevor ich gute gehe. Idee. Vernünftig. Sehr gute Idee. Sehr käsig, diese Chips. Sehr schön. Das haben wir, sehr gut. Krankenhaus hätte ich Lust. Dann auf zum Krankenhaus. Da waren wir noch nicht. Er ist gerade drin. Ich würde mich gerne in sein Büro umsehen, aber dazu muss ich ihn erst irgendwie loswerden. Okay, Susan. Hallo. Wir sind's wieder. Malik. Kennen Sie einen Studenten namens Malik? Sie meinen Dr. Linkwellers wissenschaftliche Hilfskraft? Ach, wirklich? Oh. Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie wissen wollen? Nein, ich denke, jetzt weiß ich genug. Danke. Dr. Linkweller ist nämlich der Böse. Dr. Styles Erzrivale oder so. Ah. Oder der mag den nicht. Er ist gerade drin. Der ist sowas wie Mean Girls. Quasi, nur unter eben. Ärzte. Ja. Unter Ärzten. Unter Ärzten, genau. Oh. Hallo? Ich wüsste nicht, warum ich in Ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Gut. Verwaltung, Statue, Bushaltestelle. Können wir vielleicht hier noch irgendwas tun? Irgendwie müssen wir ja den ausspionieren oder so. Weil irgendjemand will ja Dr. Styles ein Fotokopierer eventuell was anhängen. Aber wer? Telefon. Durchwahl Nummer 11. Eine Liste mit den Telefonnummern dieser Abteilung. Gut, gut.
Ich sollte die Telefonnummer der neurobiologischen Abteilung in meinem Handy speichern. Allerdings kann ich keine Durchwahl speichern und muss mir die merken, die ich brauche. Ja, 11 halt. Ja, ne? Also. Das schaffen wir, ne? Das sind wir vielleicht in der Lage. Ja. Mein Gott, wir haben echt viel Zeug, ne? So. So. Haben wir gemacht. Piep. Piep. Gut, dann gehen wir irgendwo telefonieren, würde ich sagen. Draußen auf dem Gang. Ha. Kontakte. Wird Doktor? Welcher Doktor? Neurologische Abteilung. Verbunden mit der neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses in Oxford. Falls Sie die Durchwahl wissen, die Sie erreichen möchten, geben Sie sie bitte jetzt ein. Linkwell-Alarm am Apparat. Mr. Hadley will Sie sprechen. Sofort. Was ist denn los? Schon gut, ich komme. Aha. Können wir uns zumindest verstecken. Erstmal verstecken und uns dann in seinem Büro umsehen. Voll die Ablenkung. Ja, mega. Da wird's nie erfahren. Nein. Ich habe nicht viel Zeit und muss mich beeilen. Mhm. Ach, nobel, dieses Büro. Gucken wir erstmal die Ausstellung. Mein Gott. Das ist eine ganz schön unheimliche Sammlung. Tja. Eine Gruppe von Ärzten, die eine Autopsie durchführen. Stimmungsvoll. Es würde mich wirklich brennend interessieren, was er alles auf seinem Computer hat. Aber ich fürchte, das würde zu lange dauern. Was sagt der Telefon? Linkwellers Telefon. Ich wäre gerne eine Fliege an der Wand. Dann könnte ich nämlich seine Gespräche mithören. Wir haben aus dem Zauberladen. Nee. Ein Telefonspion! Cool. Das sollte klappen. Linkweller kommt. Jetzt werden zurück. Wir ja sehen, ob Linkweller Dreck am Stecken hat. So viele Gedanken. Wie so ein Bauchredner. Ja. Uns schießen so viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf. Gut. Wie hört man das jetzt ab? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie. Müssen wir vielleicht... Ach, ich habe keine Ahnung. Müssen wir... Unser Telefon ja noch? Bestimmt müssen wir den nochmal... Oder ist das so ein Aufnahmegerät? Das, Bitte nochmal rauslocken vielleicht? Ich muss jetzt nicht die Neurobio... Nein, müssen wir nicht. Okay, dann nicht. Okay, dann gehen wir halt. Ja, hier sind wir fertig. So, St. Edmund Hall. Da gehen wir nochmal hin, ja. Scheinbar sind wir da noch nicht fertig. Und genau, hier haben wir bestimmt noch eine Menge zu tun. Wir müssen ja auch noch Sachen platzieren. Fallen zum Beispiel. Ah ja, hin an der Tür. Ne? Zum Beispiel. Gucken. Ein Krach machen. Auslösedraht. Oder so. Ist auch nicht schlecht, ne? Ich will die Blitzpulverfallen an den Türen anbringen, aber dazu muss ich sie erst zusammenbauen. Ah, okay, verstehe. Blitzpulver. Mit dem hier? Nein? Ich habe alle Dinge besorgt, die ich für die Blitzpulverfallen brauche. Ja, ist ja schon gut. Ich würde ja so gerne auch das machen. Ach, hier. Nein? Sehr gut. Das hier. Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe. Wie süß. Ich habe alle Dinge besorgt. Also das... Hä?
verstehe es nicht. Wie mache ich das denn? Blitzpulver. Da. Ja, Blitzpulver in der Blitz. Mit der Falle. Ja. Das ergibt Sinn. Könnte man meinen. Könnte man meinen. Und dann noch den Auslösedraht? Oder wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Das. So. So, die Blitzpulverfallen sind soweit. Cool. Dann dorthin, würde ich sagen. Ja, das müsste klappen. Ich stelle sie später auf. Ja, später wäre gut, weil dann geht der nämlich. Okay. Ach so, ja, und da auch nicht, ne? Ja, ich kann beide Türen reparieren. Cool. So, okay. So, ich glaube, das war's. Wenn jemand heute Nacht den Raum betritt, werde ich von den Blitzpulverfallen alarmiert. Dann mache ich das Licht an und ertappe die Person auf frischer Tat. Sehr Wenn ich eine Fotokamera hätte, könnte ich alles als Beweis festhalten. Der eklige Filmemacher, der hat eine Kamera. Hm. Ja, dann können wir da hoch? Nee. Der freundliche Herr am Schalter. Da nicht. Hier, komm wieder runter. Kick, komm wieder runter. So. Dann. Hier können wir rein. Das ist natürlich cool. Da komme ich nicht ran. Nimm doch mal das hier. Erstmal hier alle möglichen Tricks anwenden. Ein Schlüssel. Och. Den hätte ich vor 5 Minuten gut gebrauchen können. Tja. So, Schublade. Ach, erstmal gucken. Was hat denn die Helena hier alles? Das ist definitiv Helenas Schublade. Da sind einige Immatrikulationsunterlagen, aber nichts, was mit Zauberei oder irgendeiner Verschwörung zu tun haben könnte. Lass mal bei rumschnüffeln. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, in ihrem Zimmer Bücher vorzufinden. Mein Gott, wie nett. Vielleicht hat sie ja mehr auf dem Kasten, als man denkt. Eine Kamera. Ich habe keine Zeit, auf ihrem Computer herumzuschnüffeln. Und ich glaube eh nicht, dass ich etwas Interessantes finden würde. Das ist eine Kamera. Ich brauche für heute Abend eine Kamera, aber ich will sie nicht einfach nehmen. Vielleicht leiht Helena sie mir ja, wenn ich sie frage. Ja, das wäre was. Ein Kasten. Was ist da wohl drin? Unter ihrem Bett. Spielzeug. Abgeschlossen. Warum bewahrt Helena in ihrem eigenen Zimmer einen abgeschlossenen Kasten auf? Ja, damit Leute wie wir. Damit Leute wie wir. Oh, da haben wir einen Schlüssel, plötzlich. Mhm. Hä? Wo war er denn? Der lag da im Zimmer. Das ist Helenas Türschlüssel. Achso. Er ist zu groß für das Schloss am Kasten. Na gut. Hups. Oh. Hoppala. Sam, was machst du in meinem Zimmer? Ich habe nur... Ich wollte mit dir reden, ja. Und die Tür war offen, also bin ich... Na gut. Na gut. Die Vorfälle auf dem Campus lassen mir echt keine Ruhe. Irgendjemand hat es auf Styles abgesehen und ich glaube, dass einer aus unserem Club der Lämmer etwas damit zu tun hat. Also spiele ich ein bisschen Detektiv. Was hast du hier drin gesehen? Bücher. Nichts. Du bist auf meiner Liste der Verdächtigen eh ziemlich weit unten. Dann mache ich wohl irgendwas falsch. Vielleicht lasse ich dich am Leben, wenn du mir erzählst, was du über die anderen herausgefunden hast. Wen hast du noch ausspioniert, Sherlock? Sag's mir. Und lass keine Details aus. Auch nicht die schmutzigen. Also... Eigentlich bist du die Erste. Ja. Naja, nicht ganz. Malik ist die wissenschaftliche Hilfskraft von Styles größtem Feind auf dem Campus. Einem Kerl namens Linkweller. Ich habe das Gefühl, dass er von nichts Halt machen würde, um Dr. Styles zu ruinieren. Boah. Ja? Das ist auf jeden Fall verdächtig. Um nicht zu sagen, ganz schön unverschämt. Ich habe gesehen, dass du eine Fotokamera hast. Würdest dir was ausmachen, sie mir für 1 oder 2 Tage zu leihen? Nimm sie mit, ich benutze sie eh nie. So. Wo ist der Witz an der Sache, wenn man nur hinter der Kamera steht und selbst gar nicht auf den Fotos drauf ist? Danke. Damals waren Selfies noch nicht erfunden. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe gelesen, das Spiel ist von 2010, also eigentlich, aber gut.
Höschen. Das brauchen wir auch. Können wir uns das mal leihen? Ich kann hier nicht rumschnüffeln, wenn Helen im Zimmer ist. Verrückt. Aber wir haben auch noch nicht alle Themen durch. Angela kannte Dr. Stiles schon vor dem Experiment. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, dass sie ihn mal in der Nähe des Campus auf der Straße gesehen hat. Nach dem Unfall. Aber das kann nicht stimmen. Stiles geht nicht auf den Campus. Er verlässt ja nicht mal das Haus. Er schämt sich wegen seines Gesichts. Vielleicht wusste sie einfach nicht mal genau, wann sie ihn gesehen hat. Vielleicht. Auf jeden Fall sind das ganz schön schwere Anschuldigungen. Wenn du mich fragst, ist sie eine Einzelgängerin und viel zu verschlossen, als dass sie in einer Verschwörung mit drin stecken könnte. Ja gut. Na dann. Tschö. Warte mal. Alles gut, auch privat. So. Da oben war auch noch irgendwas Spannendes, glaube ich. Grundsätzlich. Ah, mit ihm können wir jetzt reden. Auf sich. Mit der Aufsichtsperson. Und da ist eine verdächtige Tür. Hi, ich wollte fragen, ob du mich vielleicht in Zimmer 204 lassen würdest. Und warum sollte ich das tun? Er hat sich von mir ein Buch ausgeliehen und ich brauche es dringend wieder. Wegen so einer Kleinigkeit willst du, dass ich gegen meine Prinzipien verstoße? Ach, das kannst du vergessen. Dann bin ich eine Freundin von Ihnen. Ich bin Charles' Freundin. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht überraschen. Okay. Du bist diese Woche schon das dritte Mädchen, das behauptet, seine Freundin zu sein. Wie wäre es, wenn ich dich in mein Zimmer lasse? Dann kannst du mich überraschen. Das klingt wirklich verlockend, aber nein, danke. Aber ich habe Kekse. Ich liefere Kekse aus. Ach ja? Ich sehe aber keine Kekse. Sie sind ziemlich klein. Ich finde, diese Kekse da sehen großartig aus. Gib mir doch mal eine Testprobe. Du bist ein Schwein. Du hast doch damit angefangen. Was? Nee. Na gut. Oh, Zaubertricks. Zaubertrick. Ich habe einen kleinen netten Trick. Aber welchen soll ich nehmen? Ja, da schauen wir doch mal. Ponusus Maximus Perversus. irgendwelche Ringe. Ah, verlassenes Zimmer? Den Trick mag ich. Nee. Okay. Teile und herrsche. Was spielst du da eigentlich? Hä? Gin Rummy. Willst du eine Runde spielen? Gin Rummy? 5 Pfund pro Partie. Und dass du mir ja nicht die Universitätsleitung vollholst, wenn du verlierst. Gin Rummy ist nicht schlecht, aber ich wüsste da ein schnelleres Spiel. Es sei denn, du kannst nur Gin Rummy spielen. Ich schlage dich in jedem Kartenspiel, das jemals erfunden wurde, Süße. Wie heißt das Spiel? Teile und herrsche. Das habe ich immer mit meinem Bruder gespielt. Er dachte, er sei klüger als ich und würde mich in allem schlagen. Wenn mein Bruder und ich Streit hatten, hat meine Mom die Teile- und Herrsche-Strategie angewandt. Ging es zum Beispiel darum, wer die größere Portion Pommes bekommt, musste mein Bruder die Pommes in 2 Portionen aufteilen. Und ich musste dann entscheiden, das ist sehr schön. Welchen Teller ich nehme. Das ist ein guter Trick. Das ist doch doof. Nee. Ich würde einfach auf einen Teller mehr tun, aber es so aussehen lassen, als wäre weniger drauf. Das hat er versucht, aber ich habe ihn immer dabei ertappt. Entweder war dein Bruder ein Trottel oder du lügst. Wollen wir wetten? Ich setze 10 Pfund für jede Runde. Wenn ich es schaffe, dir 30 Pfund abzuknöpfen, habe ich gewonnen. Einverstanden. Okay, teile ein paar Karten aus. Vorderseite nach oben. 5 bis 12 Karten. Wie viele genau, kannst du entscheiden. Okay, ich wähle jetzt die Karte aus. Die, von der ich denke, dass sie am Ende übrig bleiben wird. Ja. Was? Ich habe das Spiel zwar nicht verstanden, aber... Ich
kapiere es nicht. Ich tue nur das, was man mir sagt. Achso. Also. What the? Was musst du machen? Ich keine Ahnung. Und wie willst du gewinnen, wenn du nicht weißt, was das ist? Ja, ich weiß nicht, wer... Wahrscheinlich wer als letztes, oder ich weiß nicht. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Kartenmotive an sich. Oder? Das nicht. Willst du mir erklären, wie weit du verstanden hast? Also scheinbar wäre als letztes irgendwie... Nee. Ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen, was im letzten Schritt passieren soll. Also... Ich verstehe nicht so richtig... zwei Karten auswählen. Ja, muss ich. Ich... Jetzt hast du gewonnen. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht, weil die letzte Karte deine Karte ist? Ach so, ja, ja. Ach so. Okay. Die letzte muss meine sein. Okay, okay, okay. Stehe. Wobei, hier gibt es keine Doppelte. Aber vielleicht nimmst du von derselben Sorte.
Okay, ja. Dann Was? Dann vielleicht. Was so? Nee, Werner. Nee, die muss ja übrig bleiben, ne? Genau. Ja. Und jetzt nimmst du ja, drei genau. weg. Okay, ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Okay, wie viel? 3, 6, 19, 11. Ich fange an, glaube ich. So, da ist jetzt das. Jetzt habe ich's verstanden. Endlich mal. Easy. Da müssen wir nur 100 mal machen. Weil ach so, ja. Bei minus 40 warst du schon, ne? Ja, ja, genau. So. Ich fange an. Nehmen wir die. Okay. Jetzt müssen wir es nur noch dreimal machen. Auf null bitte. Ja. 30 haben wir gesagt. Zum Glück sind es nur so wenig Karten. Nochmal. Ach so. So. Und dein letztes Mal, weil es so schön war. So, 3, 6, 9, 10, gerade Anzahl. Du fängst an. So, die nehmen wir. Zumindest beruhigende Musik läuft im Hintergrund. Mhm. Mhm. Easy. Verdammt, du hast mich um den Gewinn einer ganzen Woche gebracht. Hast du's bar? Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja, ich wollte, dass du mich in Charles' Zimmer lässt. Deal? Was? Deal. Oh. Gut. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich bin begeistert. Lass mich mal rein. Aufsichtsperson. Sehr zuverlässig. Bei ihm sind die Zimmer sicher. So, haben wir gemacht. Jetzt marschieren wir rein. Tschüssi. Huch. Foto. Hä? Hm? Charles sieht doch ganz anders aus. Hä? Und das Foto ist erst ein Jahr alt. Hat Charles Eddington die Identität einer anderen Person angenommen?
Ich sollte das Foto als Beweisstück mitnehmen. Mhm. Die Telefonnummer von Charles' Mom. Ich sollte sie in meinem Handy speichern. Vielleicht brauche ich sie noch. Ja, das ist wirklich verdächtig. So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Mhm. Okay. Oh, Akte X. Ja. I want to believe. Charles scheint ein Science-Fiction-Fan zu sein. Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. I. Mangas, Spiele, DVDs. Es passt total zum schüchternen Charles. Zeitschrift. Was liegt hier? Das ist eine Ausgabe der Scientific American mit einem Artikel von Dr. Stiles. Aber Charles hat so getan, als hätte er noch nie etwas von Dr. Stiles gehört. Ich lass mich doch nicht verarschen. Nee, so geht's ja nicht. Mann. Charles interessiert sich mehr für Dr. Stiles, als er alle glauben machen wollte. Das macht ihn ziemlich verdächtig. Was ist das hier unten? Naja, und das ist seine Schublade. Da ist nichts Interessantes drin. Na gut. Gott sei Dank. Nee, fass da nicht rein. Okay, gehen wir mal. Geschichtlich eng mit dem Christentum verbunden. Achso. So, und dann haben wir hier noch diese Tür. Und sogar auf. Ja. Ah, da musst du wahrscheinlich... Wenn man den Verriegelungsmechanismus entsprechend einstellt, fällt die Tür nicht zu. Das muss ich? Ja, da eben das. Eben dies? Ich hätte, ja, kann sein. Wenn man den Verriegelungsmechanismus... Hätte jetzt gedacht, man muss da weg. So, ja, aber da macht sie irgendwie gerade nichts. Vielleicht mit deinem Messer oder den Schlüssel oder die Münze. Ja gut, die Münze ist eher... Meine Münze vom Rätsel, der Lohn des Verräters. Auf der Vorderseite sieht man die Hauses... Mhm. Sehr gut. Ja gut, in dem Menü kannst du irgendwie nichts machen. Griff. Das ist die Schlossfalle. Ja. Mhm. Dein Messer. Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe. Messer? Okay. Wenn man den Vielleicht müssen wir das auch erst später machen. Aber rein geht sie ja nicht, ne? Sie guckt nur Sie guckt da nur. Mhm. Seltsam. Hm. Zimmer 202. Ich kenne die Person nicht, der das Zimmer gehört. Vielleicht müssen wir unten mal gucken, wem das gehört. Ah, ein... Auf der Übersichtskarte da, ne? Genau. Wer bist du? Ich muss jetzt nicht mit ihm reden. Die andere Aufsicht. Ich will hier raus. Hallo? Ich möchte hier raus. Muss ich... Nee. What the hell? Flügel der unteren Semester. Würde ich ja gerne. Hier sehr übersichtlich. Da ist... Ich würde gern hier raus. Kann ich nicht? Vielleicht reden wir mit Helen. Harv, bist du da? Harvey? Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Okay. Dann... Ich kann hier nicht raus. Muss ich doch wieder hoch? Oder runter? Achso, das ist der zweite Stock. Achso, ich möchte
Nee, ich möchte nicht in den dritten Stock. Ich möchte... Ach, und... Mhm. Ah, die liegen sehr nah beieinander. Okay. Verstehe. Okay, ja. Alles klar. Okay. Schauen wir uns das mal hier an. Wer wohnt denn? Helena? Harvey? Angela? Charles? Sie alle sind in diesem Wohnheim untergebracht. Sogar Malik wohnt hier. Interessant. Hm. Alle Studenten, die am Experiment teilnehmen, leben im Wohnheim. Außer mir natürlich. Ich bin die Außenseiterin. Werden wir dann Malik hier finden können? Und wer ist Sunny Lewis? Das. Und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge.